So, also von nicht so wirklich zu kuschelnden Monstern kommen wir zu einer mysteriösen Diebesserie, die sich gerade in Berlin ereignet. Und der Dieb ist kein geringerer als ein Fuchs. Er kommt auf leisen Sohlen, ganz ohne Schuhe, Tag für Tag. Und er hat nur ein Ziel. Er will Schuhe stehlen. Schuhe, die die Menschen im Berliner Ortsteil Biesdorf in ihren Vorgärten abgestellt haben. So wie Annette Köppen. Jetzt fehlt doch schon wieder mein Schuh. Jetzt fehlt schon wieder ein Schuh. Jeden Tag ein Schuh. Gestern der von meinem Mann. Heute meiner. Und es ist ausgerechnet mein Lieblingsschuh. Doch wer könnte es auf einzelne Schuhe abgesehen haben? Annette Köppen geht der Sache auf den Grund. Sie sucht den Täter und grast die Umgebung nach möglichen Spuren ab. In der Nähe ihres Hauses findet sie eine wahre Schuhsammlung. Auch ihre Schuhe sind dabei. Wer macht denn sowas? Annette Köppen erinnert sich an eine auffällige Begegnung. Vor 4 Wochen hatten wir eine Party im Garten. Mein Mann sagte plötzlich, krieg keinen Schreck, da kommt Besuch. Und ich denke, um 2 in der Nacht, wer soll da kommen? Und da sagt mein Mann, guck mal hin. Es war ein Fuchs. Er lief wirklich 1,30 Meter neben uns, an uns vorbei, ignorierte uns völlig. Und ich war total perplex. Ein Fuchs also, so wie dieser hier. Einer, der es nicht auf Gänse oder Hühner abgesehen hat, sondern auf Schuhe. Füchse sind in Berlin keine Seltenheit. Sie trauen sich immer weiter ins Stadtgebiet, gehen in Vorgärten und Wohnanlagen auf Nahrungssuche. Annette Köppen hat inzwischen das Zuhause des Diebes ausfindig gemacht. Da ist der Fuchsbau. Hier, alles voller Schuhe. Hier, Schuhe. Überall Schuhe. Ach, hier, ein dicker Stiefel. Selbst den hat der Fuchs geschleppt, ja? So mysteriös der klauende Fuchs auch erscheinen mag, für die zuständigen Experten vom Landesforstamt Berlin ist das Verhalten des Tieres ganz normal und durchaus üblich. Wir beobachten das seit Jahren und eben jetzt aktuell auch wieder, woran es liegt, dass die Füchse sich für Schuhe interessieren, das ist am Ende ist es Spieltrieb. Warum es die Schuhe sind, das mögen bestimmte Düfte, das Material, das Leder, das Gummi und Plastik sein. Das sind die Impulse, glaube ich, die die Füchse interessieren an den Schuhen. Sorgen machen muss man sich letztlich nicht. Die Füchse sind in Berlin ganz ungefährlich. Sie übertragen die klassischen Krankheiten nicht. Tollwut ist nicht da, Fuchsbandwurm ist nicht da. Insofern kann man entspannt mit dieser Nachbarschaft umgehen und vielleicht keine Schuhe rausstellen. Annette Köppen möchte auch weiterhin ihre Schuhe vor der Tür lassen. Sie hängt sie nun einfach an der Wäscheleine auf und hofft so, den listigen Fuchs auszutricksen. Wenn das mal seinen Spieltrieb nicht noch mehr fördert. Wir sind gespannt und bleiben dran. Die 47-jährige Nena ist Transgender. Aber was heißt es überhaupt, ein Transgender zu sein? Im falschen Körper wach zu werden.